Willkommen zu einem neuen Video und das ist ein kleines Update-Video und es geht um ein paar Gimmicks, ein paar Dinger, die ich mir organisiert habe für 2018, damit ich für euch noch mehr geilere Videos machen kann und natürlich für uns, wenn wir jetzt auch unterwegs sind. Also, eine Sache habt ihr ja schon gesehen, dass wir einmal die GoPro Hero 6, damit habe ich ja schon ein bisschen gefilmt, aber da werdet ihr viel mehr von sehen, vor allem wenn ich die Motovlogs machen werde, mit der MSX 125, mit dem Roller und was auch immer Maschinen ich dieses Jahr testen werde, auf beiden Kanälen. Also einmal GoPro Hero 6 ist jetzt neu am Start. Ich weiß nicht, ob ich in 4K aufnehmen werde, da es zwar 60 FPS aufnehmen kann, aber nicht stabilisiert ist, oder ob ich in 1080p mit Stabilisierung filmen werde. Also das muss ich mal sehen, vielleicht testen wir beides aus und ihr sagt mir dann, um was es geht. Also einmal neu am Start, GoPro Hero 6. Und dann hatte ich mir gedacht, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, vor allem mit der KTM 93 Duke, da war ich ja unterwegs, auf dem Grimselpass. Und da sind schon geile Bilder zusammengekommen mit der Kamera, die ich dabei hatte und dem Tripod. Aber das ist halt ein bisschen unbequem, vor allem im Rucksack zu tragen. Und eins, was mir wirklich gefehlt hat, vor allem wenn ich in die Berge fahren sollte, und wir haben ja hier halt die Berge und die Pässe im Sommer, ist, ich konnte die Drohne nicht mitnehmen. Ja, also die Phantom 4 ist einfach sehr geil, aber viel zu groß. Und deswegen habe ich das anders organisiert. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich es direkt in China gestellt habe, über irgendeine Webseite. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr mir Bescheid geben, dann verlinke ich es auch unten. Und das wäre das gute Stück. Ja? Denkt ihr euch, what the hell is this? Ja, es ist nicht die Mavic Air, leider. Denn die wurde vorgestellt in dem Zeitraum, wo die unterwegs war. Aber das ist die, die DJI Spark. Ja? Und ich habe jetzt hier zwei Batterien drin, einmal im Kopter selber und eine daneben. Hier gleich mal zur Seite. Und das Geile an der Spark ist, die ist super klein und leicht. Ja? Hier, winke, winke. Sehr geil, bin ich schon geflogen. Wir fliegen auch gleich nochmal mit der, damit ihr mal seht, wie das aussieht, damit ihr so einen Eindruck gewinnen könnt. Extrem geiles Teil, also wo ist mein Telefon? iPhone 6 Plus, ja, Größe. Ungefähr ein bisschen größer mit dem Abstehenden. Sehr geil. Die kann leider kein 4K aufnehmen, die kann nur 1080p, also Full HD mit 30 FPS, aber wird auch ausreichen, denn wir haben hier eine Reichweite von maximal 500 Metern. Es kommt halt darauf an, wie das Signal ist, denn die fliegt jetzt mit Wi-Fi-Signal. Und ich fliege die nicht mit dem Handy, das könnt ihr nämlich auch, sondern ich habe noch die Fly More Combo mit der Remote. Das heißt, ihr macht das Handy unten hier ran, ihr klappt das auf. Das habt ihr schon gesehen, kommt das Handy rein und dann wird geflogen über den Screen ja, zur Orientierung, denn eigentlich braucht man auch zwei Personen. Und apropos, heute ist meine Frau hinter der Kamera, hallo, aber die darf nicht vor die Kamera und sie hilft mir heute bei dem Film. Vielleicht wird das auch dieses Jahr ein bisschen mehr sein, dass meine Frau mir ein bisschen hilft, wenn wir unterwegs sind. Wie ihr wisst, habe ich ja auch oder haben wir ja auch das neue Auto, denn da wird es auch eine Menge von geben. Und das war ein Grund gewesen, dass ich auch die mitnehme. Das heißt, wenn wir ein bisschen reisen werden, dass wir immer was dabei haben, damit ich auch Luftaufnahmen machen kann. Denn das ist immer so ein Ding, was gefehlt hat. Und mit der Spark wird das jetzt möglich sein. Wie gesagt, die hat einen Gimbal. Seht ihr hier vorne ein bisschen. Ist zwei Achsen stabilisiert und macht wirklich ein gutes Bild. Und ich würde sagen, wir lassen die gleich mal in die Luft, dann könnt ihr es sehen. Ansonsten noch was Kleines. Ganz günstige ganz günstige Uhr. Meine Frau lacht schon. Ganz günstige Uhr. Falls ihr das nicht kennt, eventuell kennt ihr Movement und die kosten so um die $100, $95
für eine Uhr. Und ich habe gesagt, ich wollte mal das Design ausprobieren, aber keine $95 für eine Uhr bezahlen, die eine Quarzuhr ist und eigentlich nichts kann. Ja, denn das ist ein ganz banaler Dreizeiger und ich habe mir einfach eine Kopie geholt sozusagen aus China, die heißt Kagani. Ich verlinke es einfach mal unten, wenn ihr Bock drauf habt. Das Ding hat mich gekostet $5. Ja, mit Shipping oder sowas. Sie liegt irgendwo zwischen $5 und $7 mit Shipping aus China. Dauert irgendwie 2 bis 3 Wochen, dann ist sie bei euch. Aber auf jeden Fall finde ich ganz cool. Sieht ganz lustig aus, hat keinen Loom. Wenn ihr da vielleicht ein Video von haben wollt, sagt einfach Bescheid. Wie gesagt, ich verlinke sie einfach unten, wenn ihr bestellen wollt. Es ist auch ein lustiges Geschenk für einen. Also, ich mache jetzt Schluss hier. Jetzt kommt die Drohne zum Einsatz. Wir fliegen ein bisschen Hintergrundmusik. Und ansonsten subscriben, liken, teilen. Nochmal die Bitte, wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, weil die ganzen Dinger, die kosten immer Geld, ne? Das strecke ich sozusagen voraus. Wenn ihr auf Amazon oder so einkauft, dann kriege ich halt einen Teil davon ab. Dann müsst ihr nicht mehr zahlen. Ich kriege einen kleinen Teil und dann kann ich halt irgendwie Batterien oder sonstiges kaufen, die den Channel halt ein bisschen supporten, damit er auch weiter wächst und ihr halt geilen Content habt. Also, subscriben, liken, teilen, support ist kein Mord. Und jetzt lassen wir die Spark fliegen. Let's go!